Hallo Meinung, so haben wir auch noch nicht angefangen. Ich sitze auf einem Stuhl, habe ich mich sehr gefreut, den habe ich in Frankfurt bekommen bei der runden Ecke von Guido Ganz. Also nicht der Guido Ganz aus dem Fernsehen, sondern den Guido, der bei uns Fördermitglied ist. Herzlichen Dank. Der Stuhl symbolisiert Schwarz, Rot, Gold. Also unsere Flagge, und da können wir stolz drauf sein. Patriotisten, keine Nationalisten. Ja. Heute wollte ich euch berichten, am Wochenende war ein Bericht drin vom WDR-Intendanten Tom Buro. Der hat in der Welt am Sonntag geschrieben, wie wichtig es ist, die Öffentlich-Rechtlichen, wie wichtig auch die Gebührenerhöhung ist, und rechtfertigte es mit einem ausgewogenen Journalismus, mit einer riesen Bandbreite. Herr Buro, was sind Sie für ein Narr? Ich muss es Ihnen so sagen, denn was muss ich denn heute erfahren, Herr Buro? Im Focus Online, also ich beziehe mich ja auf Focus Online, heißt es, hat Monitor die Wahrheit verdreht? Ja, ich kann es euch sagen, das wird wohl so gewesen sein. Also, es handelte sich hier um den Tod eines syrischen Flüchtlings, der infolge einer Verwechslung in Haft gekommen ist. Das ist ein tragischer Umstand, keine Frage. Jedes Menschenleben, egal welcher Hautfarbe, welcher Religion und welcher Herkunft, es ist schlimm, wenn ein Mensch zu Tode kommt. Aber monatelang trieben SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen zusammen mit dem WDR die dortige Landesregierung durch insbesondere den Justizminister bzw. den nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul vor sich her. Immer wieder sind Investigativjournalisten, also die der Sache auf den Grund gehen wollten, wollten prüfen, wie kam denn dieser syrische Flüchtling ums Leben. Er war in einer Haftanstalt und man hat nicht nur recherchiert, sondern man hat auch konstruiert. Der Vorwurf ging also so weit, dass man gesagt hat, dieses Brandgeschehen oder der Tod wäre vermeidbar gewesen. Man hat diesen Mann über 20 Minuten in seiner Zelle, obwohl dort wirklich die Flammen, die Hilferufe und die Schreie hätten hörbar sein müssen, man hätte ihn praktisch am lebendigen Leibe verbrennen lassen. Das hat man auch getan beim WDR, indem man Zeugen vor die Kamera geholt hat, wie sich jetzt offenbar herausgestellt hat, diese Zeugen die Antworten in den Mund gelegt hat, und diese Zeugen haben dafür 300 Euro oder mehr bekommen. Schon erstaunlich, Herr Buro, was Sie für eine Mannschaft beieinander haben. Sendung Monitor. Mensch, da fällt mal was ein. Monitor war doch auch mal über Peter Weber. Ich habe mich gar nicht wiedererkannt. Aber zum Glück habe ich ja dieses Interview bei uns mit aufgenommen. Also Monitor wäre nicht schlecht, wenn man sagen würde, Konstrukteure. Konstrukteure, Menschen, die Dinge so zusammenbauen, dass sie genau zu dem Erziehungsjournalismus passen, den wir nämlich ankreiden von Hallo Meinung. Aber lieber Tom Buro, machen Sie keine Sorgen, wir gehen den Dingen schon immer weiter auf den Grund. www.hallo-meinung.de. Ja, es ist schon erstaunlich. Dann zogen sich Monitor, haben sich Experten herangezogen, Brandschutzexperten. Das heißt also, die waren nie dort, aber die haben Brandschutzgutachten abgelegt. Ja, dann haben die eigentlich noch weitergemacht und haben gesagt, dieses Geschehen in der Zelle, da wurde noch weiter konstruiert. Und obwohl die Dinge bekannt waren schon, dass diese Berichte in den Bereich der Manipulation hineingingen, wurden ergänzende Expertisen erstellt, die auch in dieser Form überhaupt nicht hinterlegt waren. Ich bin mal gespannt, wie Monitor jetzt auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen reagiert, insbesondere der WDR, dass diese Dinge alle widerlegt sind. Liebe Hallo Meinung Freunde, ist es nicht grausam, welch Erziehungsjournalismus, welchen Manipulationen wir uns hier ausgesetzt sind? Ich empfehle jedem mal diesen Bericht zu lesen in Focus Online. Dort heißt es mit der Überschrift, Flüchtling verbrennt in der Zelle, Ermittler erheben schwere Vorwürfe gegen die ARD, aber hier insbesondere gegen den WDR. Schon erstaunlich. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Video teilt, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr uns unterstützen würdet. Wir brauchen diese Unterstützung, denn glaubt mir, im Bereich des Investigativjournalismus bieten wir das, was wir im Augenblick nur selten hören und zu sehen bekommen, nämlich das, was wirklich in der Republik hier passiert. Da gehen wir hin. Dass einige jetzt schon das Zittern anfangen, na, das bleibt doch nicht aus. Denn diese Komfortzone, die sie bisher hatten, diese Möglichkeiten der Manipulation und des Gesinnungsjournalismus, das ist vorbei.
Bitte schaut bei Hallo Meinung rein, unterstützt uns, wir brauchen euch dringend. Danke fürs Zuhören, euer Peter Weber von Hallo Meinung.